Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opa Helmi, herzlich willkommen zurück bei Flughafen Simulator 2014. Ja, wir sind also hier gerade voll im Stress, ihr seht schon. Ne, hier in 24 Sekunden habe ich schon wieder einen Hammerauftrag. Ne, gar nicht. In 19. Hier, da muss ich schon wieder richtig ran. Ne? Und dann, Moment. Oh, Entschuldigung. Und dann muss ich noch, der kriegt die 6 zugewiesen. Das haben wir auch schon sofort gemacht. Also, wir sind schon schön am Rotieren hier. Aber, da macht ja nichts. Da, Innenreinigung zur Basis, zack. Auch das machen wir. Wenn ich jetzt noch mal wüsste, wo der herkam. Aber ich glaube, der kam von da hinten. Aber in solchen Fällen fährt man einfach hier bis an den Rand und sucht sich den Pfeil. Da lang oder da lang. Irgendwo muss der Pfeil sein. Obwohl, es gibt auch ein, zwei Dinge, die sind hier. Da habe ich auch lange gesucht, rechts und links. Bis ich gemerkt habe, ach, das ist hier zum Beispiel der Katering. So, siehst du, das ist nicht da. Nee, das ist da. Da fährt man nicht wild in der Gegend rum. Wie oft habe ich das schon gemacht? Da bin ich hierher bis ganz Ende und habe gemerkt, ich muss da hinten hin. Aber dann habe ich ja mich total intelligent angestellt und dann konnte ich das. Ich meine, ich kann mich auch doof stellen. Das geht auch ziemlich gut sogar. Ne? Aber das ist auch nicht immer schlau. So, da bist du ja schon wieder. Zack, angelegt. Jawohl. Da, ach, guck mal, die 1 dreht total am Rad. Da, sag ich. Zack, zack, geht das hier. Ein nach dem anderen. Sind wir hier am Abfertigen. Zack. Jawohl. Dann wird er gleich loslegen können. Startvorbereitung, genau. Und der fährt jetzt hier hin. Dahin. Da sollte er hin. Weil er dahin sollte. So. Hier, guck mal hier, Katering noch 4,5 Minuten. Dann muss ich schon wieder was machen. Ja. Na, der ist am Packen. Und der ist an Start vorbereiten. Genau. Könnte mal wieder einer landen. Ich könnte schon wieder. Also von mir aus könnte schon wieder einer. So, zack. Jawohl, was ist dein größter Wunsch? Fluggastbrücke ausfahren. Okay. Dann machen wir das auch, wenn das dein Wunsch ist. Guck mal hier. Guck mal hier, was das abgeht. Wir sind nur am Brödeln, nur am Machen. So, Instandhaltung zum Gate. Wo bist denn du? Ach, du bist hier hinten, ganz hinten bei die Busse. Das ist ja schön. Dann mach mal. Das muss ich mir merken. Ach, guck mal, da ist der von der 1. Der ist schon da am Rummachen wieder. Oder wo fährst denn du hin? Fahr doch einfach weiter, du willst ja eh starten. Was machst denn du? Was soll denn das? Fahr doch einfach geradeaus weiter hier. Oh. Also die KI ist super. Nicht schlau, aber super. Wenn das eine KI vom Ballerspiel wäre, würden die sich wahrscheinlich selbst erschießen. Guck mal.
schönes Bild, oder? Guck mal. Boah, herrlich. Guck mal. Boah. Toll. Ganz toll. Herrliches Bild. Toll. Tolles, herrliches Bild. Ganz toll. Wenn man das so sieht, ist das toll. Also herrliches Bild. Ach Gott, den habe ich jetzt hier ganz am Ende. Der braucht ja nur eben rüberfahren. Der hat es nicht weit. Naja. Wo auch immer, wie auch immer. So, bitteschön. So. Guck mal hier. Da, hier gleich, irgendwann. Automatisiert. So ein Pech. So ein Pech. Ach, guck mal, jetzt ist er hier einmal ganz rumgefahren, oder was? Echt jetzt? Der ist hier abgebogen, ist hier rumgefahren. Und dann wird er wieder jetzt... Ja. Da sag ich mal nichts zu. Ganz schön ausgekocht. Dieses KI-Ding. Na, guck mal, jetzt haben wir sie alle hier stehen. Ganz schön ausgeschlafen, der Opa. Ganz schön ausgeschlafen, der Opa. Guck mal, hier sind alle am Fahren. Hier, guck mal, hier ist riesig Bewegung im Spiel. Hier ist ein Fahren, ein Hin und Her ohne Ende. Da kannst froh sein, dass du weg bist, du Flieger von Bahn 1. Na, jetzt rappelt's hier nämlich. Ach komm, schmeiß mir doch mal 2-3 Flugzeuge hier hin. Ich will doch auch mitspielen. Ist doch auch mein Spiel, ist doch nicht nur dein. Ist doch nicht nur dem Computer sein Spiel. Ich will doch auch mal mitspielen. Sei doch nicht so böse für mich. Da, jetzt sagt sie wieder einen an. Ja, Rhabarber, Rhabarber. Naja. Ja, dann. Wenn das so ist. Oh, wir haben schon wieder Geld. Mal gucken. So, was haben wir gesagt? Hier muss der Tanker noch hin. Gell? Genau. Hier haben wir die beiden und den. Genau. Und den lassen wir offen. Dann müssen wir hier noch den Katering. Und dann ist die 7 auch schon fertig. Und dann müssen wir auf 8 gucken, was noch frei ist, was noch gemacht werden kann. Und das machen wir dann. Weil wir das dann machen. Ja, machen wir. So. Guck mal, was das hier brummt. Siehst du, da fährt was und da fährt noch was. Und hier, da kommt noch einer. Was meinst du, wenn die erstmal schneller fahren, dann fahren die schneller? Ja. Dann sind die auch nicht mehr so langsam. Da muss man allerdings aufpassen, dass die nicht umkippen, wenn die so rasant schnell fahren. Gerade die Dinger hier. Da habe ich schon den einen oder anderen. Das soll noch gefixt werden. Ich meine, sogar jetzt während ich gerade spiele, soll das noch gerade gefixt werden. Aber... Ich meine, die haben es gerade gefixt. Ich meine, gerade eben wurde da eingespielt für mich. Ich meine, jetzt dürfte nicht mehr passieren. Jetzt ist gerade gemacht worden. Das ist schon Top-Service, den die liefern hier. Was ist denn das für ein Turm? Ist das Hamburg oder was soll das hier sein? Ich meine, eine Landebahn, eine Startbahn ist ja ein Mini-Flughafen, kann Münster sein, aber da wüsste ich nicht, dass sie so einen Turm haben. Verstehst du, was ich meine? Siehst du, verstehst du nicht, ne? Mich auch nicht. Bing bong! Komm, lass einen landen.
Nach Kathering zum Parkplatz. Ich bin voll dran. Ich bin voll dran am Spielen. Ich muss voll Einsatz bringen jetzt. Nicht stören, bitte. Ich muss mich jetzt voll konzentrieren. Ich muss den Kaffee wieder wegbringen. Da ist der Kathering. Ich lasse mich nicht verarschen. Ich weiß genau, dass der hier am Rand ist. Und hier ist noch irgendwas am Rand, meine ich. Irgendwas ist hier noch. Aber das kann ich mir leicht merken, wenn ich den Auftrag kriege, zu fahren. Aber hier ist auf jeden Fall der Kathering. Das weiß ich. Jetzt weiß ich es. Ach, guck mal her. Wir müssen hier mal so. Wir fahren mal nicht, dass wir einen Umweg fahren oder so. Nein. Ich will nur so da so vernünftig drauf, ganz drauf stehen, weil wenn du wie der blaue parkst, ne, so halb schräg, den blauen Wagen, den ich gezeigt habe, war das vorhin hier oder war das schon gestern? In der letzten Folge. Dann, du darfst nicht die Straße blockieren. Wenn du die Straße blockierst, ja toll, dass ich das gemacht habe. Wenn du die Straße blockierst, dann hast du einen Stau und dann geht gar nichts weiter und du wunderst dich. Und denkst, warum geht da nichts weiter? Ich muss schon wieder was fahren. Standheizung. Die Standheizung zur Basis. Nein. Ja. Juhu. Da ist der mit der Gitarre. Ich meine, der war hier hinten gewesen. Die Standheizung, glaube ich, war hier hinten. Da, was ist denn hier? Mobile Gangway zum Geld. Wo, was ist hier los? Wieso kommt sie jetzt erst raus? Was ist denn mit dir los? Was? Bus zum Geld. Wo ist meine Standheizung? Da. Macht mich hier nicht für mich bekloppt. Rote Zahlen, das kostet. Ich weiß genau, das kostet. Hat mir mehrere zig Euros gekostet. Nämlich. Da muss ich hin. Okay. Da kriege ich hin. Ach, Platz da. Kathering. Da hebt wieder einer ab und keiner gelandet in der Zeit. Zumachen, danke. Da ist er. Gleich die Räder ein Stück in Rasen, in Asphalt und dann kannst du auch schneller fahren. Keiner. So, jetzt. Was macht der denn? Der hat gar nicht angehalten. Und der ist gar nicht in Rasen versunken. Der ist kaputt. Hoffentlich geht der Start gut. Na gut. Hat er Glück gehabt. Kann man nicht anders sagen. Hat er Glück gehabt. Alles automatisiert. Ah, so viel. Und alles automatisiert. Ich brauche nichts machen. Toll. Wo bin ich denn hier? Wo gucke ich denn hier hin? Hier muss ich hingucken. Hier, komm hier. Ich musste doch hier, bei dem musste ich doch noch den Bus holen und hier muss ich noch Benzin und ach, echt jetzt? Oh, da landet einer. Da kommt einer rein. Juhu! Da kommt wieder einer. Wieder eine Passagiermaschine. Eine Passagiermaschine. Weil da was passiert. Mit der Passagiermaschine passiert ganz schön was.
Ja, guck mal, jetzt haben wir hier drei und der kommt auch noch. Da haben wir doch schon vier echte. Vielleicht kriegen wir noch einen fünften eingespielt. Und dann wird es auch langsam interessant. Du musst da nicht parken, du musst hier so... Ja, hier ist nichts, ne? Das ist alles automatisiert, was hier ist. Bus zum Gate. Da kann man angucken. Bitte schön, Dankeschön. Ah, da muss er hin, okay. Ja, da muss er jetzt mal langsam hier die Rollbahntreppen-Dings hier hin. Wie soll denn das gehen ohne? Die Leute können doch nicht einfach rausspringen. Na gut, dass der Bus schon mal da ist. So, da ist der Bus. Alles in Arbeit, in Arbeit. Bus ausladen. Der kommt aus Laden. Der kommt aus Laden. Einladen, ausladen. Den Bus haben wir auch nicht so einfach in dem Spiel. Stelle ich gerade fest. Ich weiß nur nicht, was der auslädt, wenn der keine Dinge hier hat. Ich will mich da nicht aufdrängen, aber... Gell? Oh, wir haben wieder Geld. Oh! Dann waren wir hier fertig. Das haben wir gesagt, machen wir sowieso. Ne, den müssen wir hier noch machen. Den Catering, den haben wir ja hier schon. So. Hier haben wir den hier. Das heißt, den müssen wir hier ausrüsten. Den haben wir hier. Das heißt, den müssen wir hier ausrüsten. Den haben wir hier. Das heißt, den können wir hier ausrüsten. Den haben wir hier. Das heißt, den können wir hier ausrüsten. Den rüsten wir sowieso nicht aus. Den haben wir hier. Dann können wir den hier auch ausrüsten. Und dann sind wir schon fertig mit dem Geld. Ah ja, den haben wir hier. Hier, dann können wir den hier auch ausrüsten. So, da bleibt ja nicht viel über, wa? Das haben wir schon. Das haben wir schon. Das ist ja wieder so einer, wo alles gemacht wird. Egal jetzt. Oh, Innenreinigung zur Basis. Ach, scheiße, doch nicht. Ich dachte, ich wäre dran. Verdammt. Wir haben alle Striche vor. Auch nichts machen. Aber da kommt ja mein nächster Auftrag, mein Großauftrag. Mein großer Großauftrag. Bin mal gespannt, wann hier... Ach, ich will das gar nicht wissen. Eigentlich will ich es ja gar nicht wissen. Da haben wir wieder einen für die 1. Der kann direkt auf die 1 wieder. Ja, und dann haben wir gleich alles einmal belegt. Mit einfacher Geschwindigkeit, was belegt werden soll. Und dann können wir die alle auf 2 machen. Das kostet natürlich deutlich mehr Kohle, ne? Das wisst ihr ja wohl, ne? Das ist immer Bing-Bong und dann kommt gar nichts. Bing-Bong. Guck mal, ist alles automatisiert. Bing-Bong. So, mein Lieber. Ach, Bonbon wäre nicht schlecht, oder? Ich weiß, dass ich euch damit voll annerb. Und das halt nicht schön ist, wenn ich hier rumlutsch. Aber was soll ich machen bei dem Spiel? Also mal ehrlich, habe ich euch schon diese Tankwagengeschichte erzählt? Oder von dem Radar, was sich so schön dreht?
Alle, die alle Folgen bisher gesehen haben, wissen, was ich meine. Oder von diesen schönen blauen Autos, die alle gleich schräg parken. Komm, ich will da gar nicht mit anfangen. Das ist einfach so eine tolle Geschichte. Das macht einen einfach fertig. Piep, piep, ab auf die 1. Bus zum Parkplatz. Das ist ja wieder nichts für mich, oder? Nee, natürlich nicht. Schon haben wir einen Strich durch. Da haben die mir wieder einen Strich durchgemacht. Da. Da. Tankwagen zum Parkplatz. Jetzt aber. Und? Jawohl. Strich durch hier. So, könnte mal einer landen langsam hier, oder? Der tüdelt jetzt auch so langsam ein. Also überlegen wir, ich hätte alles automatisiert. Da würde ich euch aber einen am Ohr kauen. Ihr seid die Zuhörer, ihr müsst das ausbaden. Ich kann da nichts für, ihr habt selbst Schulz, wenn ihr da guckt. Ich spiele nur. Aber ihr müsst gucken. Oder ihr guckt freiwillig sogar. Wenn das mal nicht hart ist. Fluggastbrücke auswandern. Oh Gott, ich hab was zu tun. Ich hab bekloppt. Ich hab richtig was zu tun. Mal hier. Aber hier, volle Pulle. Mal hier. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das erste oder zweite Mal gespielt habe. Da hatte ich 4 Gates, Flugzeuge. Und er hatte noch überhaupt keine Kohle für was zu automatisieren. Die Flugzeuge sind viel schneller gekommen. Ich weiß echt nicht, woran das liegt, dass er so langsam tröpfelt hier. Weil Windows 10 so langsam ist. Anders kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Na, haben wir nicht in die Karre, du. Instandhalter. Da, danke. Fluggastbrücke einfahren. Das machen wir doch. So. Zack. Erledigt. Da ist wieder alles automatisiert. Automatisiert. Ja, der Gelbe ist ja schon fast wieder fertig. Ich frage mich, wann das hier losgeht mit den... Ach, ich will gar nicht wissen. Eigentlich will ich jetzt gar nicht wissen. Na, das, vielleicht könnte man sagen, das ist ein kleiner Bug, aber eigentlich nicht. Eigentlich ist das Spiel bugfrei, aber
Vielleicht ist da auch ein kleiner Bug. Man weiß halt nicht so genau, was der da so macht. Egal. Hauptsache, wir haben Spaß. So, was können wir jetzt hier machen? Den Catering haben wir hier. Das heißt, hier wird also aufgerüstet. Jawohl. Mobile Gangway zur Basis. Auch das brauche ich nicht machen. Ach, da ist sie. Hab jetzt weg. Ich habe das Gefühl, die lassen hier einfach so ein paar Busse und Gangways und so ein Zeug weg. Dass wir da gar nichts machen brauchen. Irgendwie. Wir haben das doch hier irgendwo hingelegt. Hier der Bus. Wo ist denn der Bus? Hier auf 4. Auf 4 muss ich den Bus fahren. Und auf 7 muss ich den Gangway fahren. Aber auf 4 muss ich den Bus fahren. Und auf 6 muss ich den Tanker fahren. Hier ist 4, ne? Das ist 4. Hier muss ich den Bus hinfahren. Und da muss ich den Tankwagen hinfahren. Bin mal gespannt. Ob da nochmal was kommt. Lass dich überlassen. Nix. Da kommt gar nichts. Da kommt eine mobile Gangway zur 5. Der Bus zur 4 kommt auch nicht. Egal. Was ist mit dir? Auf der 5? Muss ich den schieben? Nee, der fährt alleine. Gott sei Dank. Hab schon gedacht, noch mehr Stress. Hab mir schon komplett die Sorgen gemacht. So, naja. Jetzt rappelt's. Siehst du? Tankwagen, Gepäckwagen. Was hier der Bus soll, weiß ich nicht, wenn da keine Gangway kommt. Und der Tanker ist ja auch noch nicht hin, der Tankwagen. Alles automatisch. Dann komm doch mal hier mit deinem komischen Flugzeug. Schick doch mal wieder eins. Sei doch nicht so knauserig hier. Der 5er, das ist das noch. Das ist das letzte hier, ne? Dann kann der mal ablegen. Ja. Die Gangway zur Basis. Und da ist die Gangway. Aber was nützt das? Hier muss so rein, oder? Links. Da links. Fährst du wohl links? Hier rein. Hier rein. Fährst du noch einen weiter? Echt jetzt? Nee, nee. Ach komm, ey. Also nicht reichen würde, hier reinzufahren. Ist er weit genug? Fährt er noch ein weiter. Da hinten fährt er hin. Okay. Was? Was denn jetzt? Ja. Okay, verstehe. Da
hätte man auch, ach ja, da muss so sein. Das sagt da gar nichts so. Ja, super gelaufen. Zack. Gucken wir lieber wieder hier. Da sehen wir wenigstens, wenn die Flugzeuge alle reinkommen. Jede Menge. Da, jetzt. Aha. Da, der, jetzt geht er ab. Jetzt geht's ab. Jawohl, ja. Und da kommt wieder einer. Da landet wieder einer. Ich werde bekloppt. Was haben wir denn dieses Mal? Wieder eine Frachtmaschine oder wieder Passagiere? Pagagiere. Eine Pagagiere-Maschine. Da, in 8 Minuten ist das Gepäck ausgeladen schon. Das geht jetzt ratzfatz. Merkst du, wie er deutlich die Schlagzahl erhöht? Nein? Warum nicht? Ah, wir haben da was. So. Da haben wir den. Den machen wir dann aufrüsten. So. Dann haben wir hier nur noch den, ne? Genau. Den hier, den müssen wir noch aufrüsten. Und dann haben wir alles so, wie es sein soll, aufgerüstet. Und dann müssen wir nur noch die Geschwindigkeiten erhöhen. Mit denen die Fahrzeuge durch die Gegend brettern. Und dann muss mal langsam was passieren, dass hier auch mal ein paar mehr Flugzeuge landen. Gell. Naja. So, ihr Lieben, wie es weitergeht, würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Oh, guck mal, da muss ich den Treibstoff. Damit fangen wir die. Das ist so ein Ding, so ein Cliffhanger. Den ziehe ich jetzt voll rein. Also dann, wenn ihr sehen wollt, wie ich den Treibstoff zum Gate fahre, zum Gate 6, dann müsst ihr auch nächstes Mal unbedingt wieder dabei sein bei Opa Helmi und dem Flughafensimulator 2014. Macht's gut, ihr Lieben, bis dann. Tschüss.